danke, dass ich hier sein darf. Ich bin in diesem hübschen mittelalterlichen Städtchen aufgewachsen. Das ist Laufenburg-Baden. Drüben ist das Schweizer Laufenburg und hier bin ich zur Schule gegangen. Und in der Schule war für mich ein Gräuel. Mathematik hat mich verhindert, weiterzukommen, wie bei Ernst Pagels. Ganz gleich, habe ich inzwischen erfahren und gelesen. So, im Schweizer Jura, beim Morchelsuchen im Frühjahr, fand ich diese Staude und habe mich immer erfreut dran. Die ist nämlich von November bis in den Mai hinein strukturbildend. Und ich habe das nie verstanden, warum die in den Gärtnereien so wenig verbreitet waren. Heute ist es Gott sei Dank ein bisschen anders. Helleborus foetidus, die Nieswurz. Begeistert haben mich seit jeher als Jugendliche einheimische Erdorchideen. Und darum wurde ich immer als Sonderling angesehen in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Denn wer interessiert sich schon für Pflanzen? Ich muss ein bisschen schneller machen, ne, dass ich mein Pensum durchkriege. Ja, und wir hatten daheim eben bei meinen Eltern einen riesengroßen Garten, der hat knapp 2000 Quadratmeter mit Naturfelsen, da konnte ich mich natürlich austoben. Und habe damals schon begeistert Pflanzen gesammelt, da habe ich dazu mal in der Schweiz und in Holland gearbeitet und habe dann Mengen an Pflanzen über die Grenze geschmuggelt. Und schamlos, einfach durchgefahren. Ne? Ich habe mir immer gesagt, ja, es gibt was Ärgeres wie Pflanzenschmuggeln. Ja, und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich dann auch sowas bei Kaiser und Seibert damals noch bestellt, das war im Katalog drin, und habe ich bestellt und das wuchs und wurde wunderschön prächtig und dann ist mein Vater beim Rasenmähen angestreift und diese schwarzen Pigmentstörungen, die braunen Pigmentstörungen hat man noch nach 40 Jahren gesehen. Ja, aber meine eigentliche Liebe galt den Alpinen. Und durch die Naturfelsen im Garten konnte ich mir ja wirklich dann nach allen der Regeln der Kunst verwirklichen. Und Fahne haben sie mir immer schon angetan. Schweizer Jura, Schwarzwald, ein Fahne Eldorado, schlechthin. Und Fahne habe ich auch in der Gärtnerei relativ ein großes Sortiment. Und ja, übrigens auf Pagels komme ich später, keine Angst. Mich haben dann tropische Orchideen vor allen Dingen fasziniert und da war ich drauf und dran und wollte eigentlich Orchideengärtner werden. Zum Glück habe ich das nicht getan. Zum Glück habe ich das nicht getan. So, und ich habe in einer stinknormalen kleinen Gärtnerei gearbeitet. Das war eine harte Lehrzeit. Wir verlegten Verbundsteine, wir hatten häuserweise Poinsettien, Zyklamen und so weiter. Und am Schluss der Lehrzeit habe ich mir gesagt, ist das Gärtner sein? Das irgendwie hat es mich nicht befriedigt. Ich war Feuer und Flamme für Pflanzenvielfalt. Und zwei glückliche Zufälle, da bin ich dann auf den richtigen Zweig. Der erste Zufall war, ich habe einen Mitarbeiter, einen Gärtnermeister gehabt, der hat bei Karl Förster gearbeitet. Das war der Bruder von Isbert Preußler, dem bekannten Mondsichter. Das war der erste Zufall. Und der zweite Zufall war, ich fuhr mit meinem Mofa durch das nahegelegene Markgräflerland und da stand am Ortsausgang ein großes Schild, Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin. Und da bin ich da rein und habe gesagt, Mensch, das genau so, genau das will ich. Und habe dann eben in den verschiedenen Ländern in diversen Staudengärtnereien gearbeitet. So, das war mein Berufsbild, ganz kurz. Und ein Staudengärtner, reise doch, bleibe doch. Das gehört zusammen wie das Amen im Gebet. Und ich möchte ganz besonders mit meinem Vortrag alle junge und junggebliebenen ansprechen. Schaut euch um hinter dem Horizont. Da entscheidet sich das, was weitergeht. Nicht das regionale, den Klüngelkram und diese Vereinsmeierei und so. Ihr müsst schauen, ich meine, jetzt sind Vereine ausgeschlossen. Okay, ich bin dann zigmal nach England gefahren, mit Freunden, alleine, kam mit leeren Brieftaschen wieder heim und ja, das war mein erstes Erlebnis, war 1987 nach England. Und genau an diesem Tag war der größte der Jahrhundert-Orkan. So,
Wir haben in der ersten Station in der Jugendherberge übernachtet, am nächsten Tag konnte man nicht weiter, war Stromausfall, alles. Das war mein erster Tag England. Ja. Und mich haben dann die englischen Gärten und Mixed Borders insbesondere immer schon fasziniert. Und ich konnte nie ganz verstehen, warum diese Modeströmung mit naturalistischen, also einmal wird Piet Adolf gehypt, dann kommt die nächste, wird auch gehypt. Warum? Jedes hat seine Berechtigung. Jeder, wie er mag. Also für das stehe ich ganz sicher ein. Ja. So, und dann kann man natürlich wahnsinnig Kontakte knüpfen. Das ist der damalige Obergärtner von Kew Garden, von den Alpinen. Und der hat uns alles gezeigt, auch hinter den Kulissen. Das ist ja dann ganz besonders interessant. Und dann natürlich die Schneeglöckchen, das ist ein eigenes Thema. Ich war zweimal auf einer Galanthus-Gala in England, das muss man sich mal vorstellen. Da kommen 300, ja ungefähr so viel waren das, kamen zu der, nur wegen den kleinen weißen Dingern. Und die haben Kurzvorträge gelauscht und daneben war ein großer Raum und da waren 5 Gärtner mit Schneeglöckchenstände. Ja. Und dann gingen die Türen auf. Und wusch, alle 300 Leute haben die Stände geplündert. Das kann man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen. So, und dann sind oft Nuancen, Unterschiede, ein paar Strichelchen. Ich kann Ihnen sagen, es gibt 2 Länder, die sind ganz extrem. Das eine ist England, die machen aus ein paar Strichchen mehr oder auch von anderen Stauden. Wenn nur eine Nuance mehr ist, machen sie eine neue Sorte, sofort. Die Amerikaner sind genauso auch. Und das Gegenteil ist die Schweiz. Zu was braucht aber das? Ja, das kriegen Sie dann zur Antwort. Ja. So, machen wir heiteres Beruferaten. Was ist das hier? Das ist der Schneeglöckchengriff. Das Röckchen von unten betrachten. So, und dann natürlich eben Reisen. Das war immer schon, steckte mir im Blut. Das habe ich meinen 3 Töchtern vererbt. Also die haben das auch, die sind ständig unterwegs und zuerst war es eben der Balkan, dann war Türkei und dann ging es immer weiter östlich und zwischendurch immer alle möglichen Gebirge inspiziert und botanisiert und fotografiert und so weiter. Und ich habe natürlich immer auch Ausschau gehalten in der Natur nach irgendwelchen Besonderheiten, nach gefüllten Blüten oder panaschierten. Damals hatte ich, wie ich mich selbstständig gemacht habe, einen Fimmel für panaschierte Pflanzen. Und bin bitter auf die Schnauze gefallen. Denn panaschierte Pflanzen sind was in Japan total aktuell, in den USA sind die total beliebt. Ja, und in Österreich oder in Bayern, da schaut kein Mensch an, da ist mit Ach und Krach eine Hosta akzeptiert. So, und dann habe ich einen Rucksack geschnappt nach meiner Technikerausbildung. In Hohenheim, da habe ich einen Rucksack gepackt und bin ein halbes Jahr nach Indien und Nepal und Pakistan und habe dort mit einem einheimischen Bus. Und ich sage Ihnen, wenn Sie mit dem Rucksack Indien bereist haben, dann können Sie jedes andere Land auf der Welt auch bereisen. Das gebe ich Ihnen ganz sicher. Ja, ist so. Das Gartenkulturen erleben. Wie geht es anderswo? Das Rasenmähen mit den Zebus zum Beispiel und ja, und dann Neuseeland. Neuseeland ist auch ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis. Also was Pflanzen anbelangt, eine Besonderheit nach der anderen. Und wenn man dann mal die Raulia, die Schafsteppiche, richtig in der Natur sieht, wie die wachsen. Und das ist das Interessante, die Rückschlüsse zu ziehen. Es gelingt nicht immer. Gerade bei Alpinen, da muss man ein bisschen aufpassen. Das kann man nicht einfach hier vergleichen im Flachland. Ja. Und Internationale Staudenunion, da mache ich jetzt mal für den Verein mache ich Werbung, da bin ich seit Ende der 70er Jahren Mitglied und die treffen sich alle 2 Jahre Betriebsdelegiertenversammlung, da werden Betriebe angeschaut, immer in einem anderen Land in Europa und jedes Jahr finden botanische Exkursionen statt, da können Sie auch. Und ich habe da 3 Exkursionen auch selber organisiert und auch geleitet nach Griechenland und dann auch in Österreich. Ja, und da werden natürlich dann Riesenbetriebe angesehen und man darf als Staudengärtner, und das sollen Sie als Privatleute auch wissen, man darf als
wir dürfen die Realität nicht verkennen. Das ist einfach so, es gibt Betriebe, da bleibt ihnen die Spucke weg. Das sind riesen Mammutbetriebe und ein Betriebsinhaber, das ist von einer großen Jungpflanzenfirma in Polen, ein Riesending, der hat 7 Hektar unter Glas nur Jungpflanzen. Das ist Wahnsinn, wenn Sie das sehen, dann fragen Sie sich, wo geht denn das alles hin? Und der erklärt gerade aus dem Labor praktisch diese Reagenzgläser, wie das vonstatten geht. Und ich frage mich manchmal schon, warum, was haben die Leute immer gegen diese Laborvermehrung? Laborvermehrung ist eine normale vegetative Vermehrung, wo man sehr schnell auf gesundes Pflanzenmaterial kommt. Ich wehre mich gegen ganz andere Sachen, da komme ich noch gleich drauf. So, solche Betriebe sieht man da. Also es ist jetzt keine Staudengärtnerei, das ist eine Baumschule. Aber dann gibt es zum Glück auch solche Betriebe. Das ist Hans Kramer in der Hessenhof. Und die liegen mir persönlich natürlich viel näher. Aber ich fand es wichtig, eben beide Facetten zu sehen. Und man kann sich von überall was mitnehmen. Das können Sie mir glauben, ganz sicher. Und das rationelle Arbeiten zum Beispiel, wie ich in Holland gelernt habe, ja, das kommt mir heute zugute und für meine Mitarbeiter auch. So, und meine Tochter, die ist fertige Magistra und danach ist sie mit einem Angestellten von mir, ist sie mal auf Gartentage gefahren und dann hat sie gefunden, du Papa, ich glaube, ich werde nie Lehrerin, ich will Staudengärtnerin werden. So, und dann ist sie in verschiedene deutsche Betriebe, war bei einem in der Schweiz und dann hat sie 2 Amerikaner kennengelernt und jetzt ist sie in Amerika glücklich verheiratet. Kommt aber nächstes Jahr eben endgültig wieder zurück und übernimmt meinen Betrieb dann mal irgendwann. Die hat in der größten Gräsergärtnerei in Amerika bei Hoffman Nursery hat sie 3 Jahre lang gearbeitet und hat dort 30 Leute unter sich gehabt, dadurch, dass sie Spanisch und Englisch fließen kann und hat die eingeteilt praktisch in solche Topfstraßen und da waren Vietnamesen, da waren Leute aus dem Kongo, es waren Mexikaner und so weiter und da hat meine Tochter sich gesagt, sie macht da draus einen Vortrag. How do you say it in Swahili? Und mit diesem Vortrag ist sie durch die USA getingelt. Das fand ich total gut. So, und auch in den USA gibt es nicht nur riesen Mammutbetriebe, sondern auch schnuckelige kleine Gärtnereien wie der von Tony Avent, Plant Delight. Das ist so ähnlich wie wir zu Hause, aber eben andersartig. Und der züchtet selber Hosta. Über die Hosta-Sammlerei hat sich ja Ernst Pagels etwas hämisch geäußert, hat gesagt, ja, das ist ja wie Briefmarken sammeln. So, und wenn man gerne reist, irgendwann mal in England, ja, man möchte auch mal mehr Länder sehen und so weiter, wie sind dort die Staudengärtnereien, Pflanzenverwendung und so weiter, was findet man da und dort an Neuheiten, dann hat mich ein Zufall nach Russland geführt. Ich war 5-mal in Russland wegen Phloxen. Und ich habe, das kann ich Ihnen sagen, da machen Sie einen Kniefall, wenn Sie das sehen. Also das ist unglaublich. 2 Hektar Phloxe. Nur eine wird schöner wie die andere. Und das Tolle ist, die machen das professionell. Die Züchterin hier, die macht das professionell, tut aus diesem ganzen Feld hier, tut sie sich vielleicht 10 Beste jedes Jahr raus und die anderen werden kompostiert. So, das sind die beiden derzeit bekanntesten. Das linke ist Juri Repev und rechts ist Elena Konstantinova. Und glauben Sie mir bitte, glauben Sie mir, die haben eine andere Einstellung zu Krieg und Frieden. Das kann ich Ihnen sagen. Also die tun mir unendlich leid, wirklich. Das haben die mir geschrieben. Ja, und dann natürlich Sichtung, Staudensichtung ist ein eigenes Thema, was ein Staudengärtner, wenn er engagiert ist, sich auch einbringt. Und so, das war in Polen. Und da debattieren wir rechts im Bild Jans Breut und in der Mitte mein Freund Georg Übelhardt und links der Professor Hertle. So, ja, das ist, hängen Sie sich nicht zu sehr an dem Titel meines Vortrages auf. So ernst nehme ich das nicht. Ich will nicht Gartencenter gegen Staudengärtnereien ausboten oder umgekehrt. Das ist überhaupt nicht meine Absicht, sondern ich möchte sowas nicht. Ja? Das ist doch furchtbar.
Ja. Da denke ich immer, hier gehört Guerilla Gardening gemacht. Wissen Sie, was Guerilla Gardening ist? Einfach ein Säckchen Escholzia Californica, kein Unkrautsamen, sondern Escholzia Californica und dann abends beim Spaziergehen einfach so auf die Kiesgärten. Weil Escholzia, das keimt überall. Und dann haben die blühende Kiesflächen. Ja? Und dann sagen die, ah, das muss wahrscheinlich mit dem Kies angeliefert worden sein. So kann ein schöner Kiesgarten sein. Das ist eine gehbehinderte Dame, eine alte Kundin von mir, die wollte das nicht immer mähen, sondern hat einen Kiesgarten draus gemacht. Das sieht doch gleich ganz sehr viel besser aus. Individualismus statt Uniformismus. Das ist auch manchmal leider, vielleicht habe ich das in England und in Frankreich gelernt, dass man Stauden auch ansehnlich präsentiert. Das hier ist ein Plastikhaufen, aber keine Präsentation. Meine Auffassung, das ist was für Baumärkte. Das sieht schon besser aus, aber immer noch unruhig genug. Ja, und dann sagen wir immer von den Amis drüben, ja, da kann man da nichts lernen, die haben ja keinen Geschmack. Ich habe noch nirgendwo so schöne Gartencenter und so gut bestückte gesehen wie in den USA. Das muss ich einfach sagen. Und das sind Holztische und keine Alutische. Und es sind wirklich ansprechend alles, der Schattenbereich unter Bäumen und das andere in der prallen Sonne, richtig lebensbereichsmäßig schön dekoriert und ja. So, Gartentage, auch eine Möglichkeit, sich zu zeigen. Auch dazu habe ich eine eigene Einstellung, mit der bin ich schon sehr oft angeeckt. Ich finde, wenn man sich präsentiert, seine Firma präsentiert, dann sollte man auf Gartentagen sie auch dementsprechend schön den Stand gestalten. Das war mein allererster Stand, das war in Bingerten. Das waren überhaupt meine ersten Gartentagen, wo ich gemacht habe. Da war ich gerade ein Jahr erst selbstständig. Oder so? Ist es schön, Gourmetkräuter so zu präsentieren? Das ist doch grässlich. Das kann man doch so machen. Das ist schon ganz was anderes hier. Und das ist leider wie unsere Nachbarn hier oftmals, also das habe ich auch in Holland gelernt, Plastikkisten raus, hingestellt, zack, bumm, fertig. Ja, möglichst schnell und einfach. Okay, man kann es aber auch so machen. Ansprechend gestalten. Das Schild mit den Toiletten muss ja nicht unbedingt dazwischen stehen. So, und das war ein Aussteller, ein privater Aussteller, der hat seine Karre voll mit Funken geladen, also auch den Dachträger, alles voll. Das fand ich auch sehr, sehr lustig. Und dann kommt es, das ging zu schnell, so, und dann kommt es ganz stark darauf an, welche Persönlichkeit hinter dem Stand steht. Ich war immer der Auffassung, man verkauft nur so gut, wie du dich selber verkaufst. Du musst dich selbst mitverkaufen. Und es hat der Chef dazustehen und nicht irgendein Angestellter XY. Es ist so. Und der hat Alpenpflanzen und der hat eigentlich ein originelles Aussehen, der Kollege aus Oberbayern. Und ja, es gibt auch wirklich gute Freunde von mir nach der Reihe, die präsentieren durch ihr Fachwissen und ihre Kompetenz einfach. Da gehört Andreas Händel ganz stark dazu mit seinen Hepatikas. Ja, und das lebende Lexikon natürlich auch, das ist ganz klar. Und ich telefoniere im Durchschnitt einmal in der Woche mindestens mit dem. Und da muss ich dann irgendwann mal stoppen. Ja. So, und das ist für mich das absolute Paradebeispiel, wie man es machen kann. Das ist ein Mann mit einem riesengroßen Fachwissen, bloß politisieren darf man nicht mit dem. Das ist das Einzige. Das ist der Eugen Schleipfer aus Augsburg. Ein exzellenter Fachmann, was Alpenpflanzen, was Daphne anbelangt, Zwerggehölze, der kennt sich super aus. Und ich bin mit ihm seit 40 Jahren in Kontakt, in engstem Kontakt. Und wir tauschen uns immer aus, was Vermehrung anbelangt und so weiter. Übrigens, ganz ein wichtiger Punkt auch, den ich selber sehr, sehr beherzige. Und das habe ich mir von Bescetto, von Ernst Pagels, von wer fällt mir noch ein? Von denen habe ich mir das, ja, von Gräfin Zeppelin auch.
von Frau von Stein. Die sind alle drei, sie selber im Geschehen dabei gewesen. Sie haben verkauft, sie haben beraten, sie haben also Kunden bedient, sie haben mit eingetopft und so weiter und so fort. Und ich frage mich, warum bin ich denn Staudengärtner geworden? Ich liebe meinen Beruf und sitze doch nicht im Büro und jongliere mit den Zahlen. Das soll wer anderer, das kann wer anderer besser, nicht ich. Ich weiß, man muss wissen, was man tut, das ist schon klar, auch finanziell. Aber ich liebe meinen Beruf, das muss ich ganz klar sagen. So, dazu gehört die Sichtung in Österreich. Wir hatten einen Staudensichtungsgarten in Wilfleinsdorf, das ist an der ungarischen Grenze im Burgenland. Und da kam ich dann im Laufe Ende der 80er Jahre, da war ich noch nicht selbstständig, da erfuhr ich dann, dass es diese fantastischen Sorten Malepartus, kleine Silberspinne, große Fontäne, Rotsilber und so weiter, die erste Generation der Miscanthus. Und die habe ich mir zugelegt, habe im Betrieb aufgepflanzt und war so begeistert. Damals kannten wir das überhaupt nicht in den Staudenbetrieben, erst recht nicht in Österreich. Und dann habe ich gesagt, so, die haben mich damals zum Sichtungsdelegierten gemacht. Und dann habe ich das ganze Sortiment importiert von Pagels, war aber zuvor bei Pagels selber. Und das ist das einzige Bild, was ich habe von damals, denn bei Pagels herrschte ja so gut wie Abbildungsverbot, mehr oder weniger. Also ich tue mir schwer, Leute zu porträtieren. Also wie Bescetto hat eine andere Einstellung gehabt, aber Ernst Pagels wollte das nicht und das habe ich auch respektiert. Das habe ich auch praktisch so ganz nebenbei, aber der hat das schon mitgekriegt und er wollte einen Schritt zur Seite machen und ja, dann war es doch so. Und die Miscanthus, die wuchsen im Burgenland fantastisch, wunderbar. Und da hat jeder zu mir gesagt, einschließlich Heinz Hagemann damals, die taugen nichts, die sehen sich aus, das kommt überall, reinstes Unkraut. Und dem war überhaupt nicht so. Es hing ganz stark vom Boden, von den Bodenverhältnissen ab. Im einen Boden passierte Aussaat stärker, in sandigen Böden, jedenfalls im Burgenland überhaupt nicht. Die standen 20 Jahre, wunderschön anzuschauen. Ja, aber mit dem Laufe der Zeit haben eben, das ist meine Hausmarke, das ist eine eigene, das ist Aldebaran. Und wenn man die Kataloge der Firmen aufschlägt, was mich schreckt, und jetzt komme ich zu dem Thema, das ist das, dass die Schützerei und Patentiererei so um sich greift. Da war eigentlich die Staudengärtnerei noch relativ verschont, aber jetzt immer mehr, immer mehr. Und dagegen wehre ich mich gescheit, weil es ist doch ein Witz, dass dann der Zierpflanzenbau macht es uns vor, die Rosengärtnereien machen es uns vor und in der Landwirtschaft sind wir schon längst, dass überall uniform die gleichen Sorten sind. Ja? Und ich darf nicht mehr selber vermehren. Das ist nämlich das Hauptding, was mich stört an der Sache. Ne? Abgesehen davon, dass die Betriebe, da habe ich kein Auge drauf, wie viel die vermehren. Da weiß man nicht. So. Andere haben eine andere Einstellung, ich habe die. Das ist das Einzige, wo ich nicht konform gehe. So, Echinacea haben wir heute schon mehrmals gehört. 70 Sorten aufgepflanzt und dann mit den anderen Sichtungsgärten verglichen. So, und dann kamen natürlich auch, wurden solche Sorten getestet, die schauen für mich, für meinen Geschmack, wie Schießbudenblumen aus. Ja? Die sind toll und sie haben auch eine Berechtigung, wenn im Gartencenter oder in der Staudengärtnerei explizit gesagt wird, das sind kurzlebige Pflanzen. Aber das wird sie nicht, die werden als Stauden verhökert. Und das ist eben genau das. So, ja, da ein Jahr später, rechts, da sieht man schon, es sind vielleicht ja, 5, 6 Sorten, eine Handvoll Sorten, Jürgen Knickmann, der jetzige Leiter von dem Garten, versucht zu erklären und die Ulrike Laie, die wendet sich entsetzt ab. Eine der dauerhaftesten Sorten ist hier im Bild, das ist Fatal Attraction. Das ist von der ersten Generation eine, von Piet Adolf selektiert, die ist also noch relativ standfest und ausdauernd vor allen Dingen. Darauf kommt es uns jetzt schließlich an. So, und dann habe ich dann Phloxe gepflanzt ohne Ende, damals wohlgemerkt Förstersorten. Und siehe da, nach 3, 4 Jahren,
jämmerliche, klägliche Reste. Und dann habe ich meinen ersten Gartenpraxisartikel geschrieben, das war vor 25 Jahren, ja, mindestens, wenn nicht länger. Nee, war länger, ja, da war ich noch bei einer alten Firma. Auf jeden Fall ein Garten mit vernichteten Sichtungsergebnissen. Und dann bekam ich einen bitterbösen Brief eines allseits bekannten Staudengärtner, der leider nicht unter uns sitzt, geschrieben, man sollte schließlich Flochse auch pflanzen, da wo sie hingehören. Dann habe ich zurückgeschrieben, lieber Herr Kollege, die Flochse, die stehen in sämtlichen Bauerngärten. Rund ringsum in Wien sieht man bumpelgesunde Flochse. Man muss halt züchterisch weiterdenken und weiterarbeiten. Und es werden Försterflochse in Gartenzentren verkauft. Aber Flochs, das Thema lasse ich, da könnte ich Ihnen jetzt noch viel erzählen drüber. Salvia nemorosa. Wenn ich mit Freunden in den Osten Österreichs fahre, links und rechts von den Straßen, überall steht Ostfriesland. Überall sehen Sie Ostfriesland. Und dann, ja, das haben wir heute auch gehört, ne? Den Spruch von Karl Förster. Ich wusste allerdings nicht, dass da kein Name drauf stand. Das wusste ich nicht. Und daraus eben die bekannten Sorten Blauhügel Ostfriesland und Negrito und Tänzerin und so weiter und so fort. Die sind wunderbar und das sind wirklich, die gehören nach wie vor zu den meistverkauftesten Stauden. So. Und jetzt ein paar Stauden, die Ernst Pagels in Umlauf gebracht hat sozusagen, zum Beispiel das Diamantgras. Der Begriff Diamantgras ist von ihm gekommen, er hat das so benannt. Calamagrostis, jetzt heißt sie anders, jetzt heißt sie Calamagrostis acutiflora Richard Leitty, heißt sie jetzt, ganz korrekt, dieser Klon. So, und dann eine andere Geschichte, eine Staude, die ich liebe über alles und ich habe sie so gehasst. Ja, wie ich die bekam, da habe ich mich gewundert, was will Ernst Pagels mit diesem Unkraut? Das ist ein Unkraut par excellence, also bei uns besonders, das hat sich überall ausgesät. Ja, weil ich es falsch gepflanzt habe. Würde das richtig gepflanzt werden, im Halbschatten oder Schatten, im trockenen Schatten, fantastisch. Das nischt sich ein, überall wo Lücken sind und sie haben einen dauerhaften blühenden Bestand. Die blühen 3 Monate. Teucrium hyrcanicum, das ist der persische Germander. Ein tolles Ding, wunderschön. Und ich habe den am Naturstandort gesehen, am Kaspischen Meer. Das ist so schön. Das ist Monarda Cardinal, von der halte ich auch sehr viel, weil es eine außergewöhnlich tolle Farbe hat und große, große Blütenstände. So, und jetzt kommt eine, das habe ich mir extra parat gelegt, denn dieser Vortrag hat mir einiges abverlangt, das muss ich Ihnen auch sagen. So viel Dias eingescannt und Überlegungen gestellt, was ich Ihnen bieten will. Und diese Geschichte muss ich Ihnen jetzt zum Besten geben. Epimedium Peraltricum Fronleiten. Wo liegt denn Fronleiten? In der Steiermark. Und in der Steiermark gab es einen großen, riesen Alpengarten, einer der größten in Europa, vom Graf Meyer-Mellenhof gestaltet und ins Leben gerufen. Und Gräfin Frau von Stein-Zeppelin war in Graz. Und auf dem Rückweg hat sie den Alpengarten besucht und hat dort in einem, das war im Vorfrühling, und hat in einem Gebüsch ein Epimedium, eine Elfenblume entdeckt, die noch frisch grünes Blattwerk hatte. Und da hat sie den Obergärtner dort vom Alpengarten gebeten, ob sie was haben kann, hat es mitgenommen und hat es dann in Laufen im Markgräflerland ausgepflanzt. Und Ernst Pagels ist zum Besuch bei der Gräfin gewesen, hat das gesehen und die Gräfin hat ihm das, ein Teilstück davon geschenkt und Ernst Pagels hat das dann Fronleiten getauft und hat festgestellt, das ist einer der besten Bodendecken für einen Schatten ever. Absolut. Als trockenheitsresistent, also alles, was das Herz begehrt. Tollen Winteraspekt. Aber die Blätter sollten halt zurückgeschnitten werden, bevor die Blüten kommen. Die Arbeit sollte man sich schon machen. Ja, mit Ernst Pagels habe ich doch einen regen Schriftverkehr geführt und kennzeichnet war der Filzstift, der schwarze. Und das hat jedes Mal einen tollen Spaß gemacht. Und da hat er mir zum Beispiel geschrieben, dass er seine Gärtnerei nicht los wird. Und da habe ich mir überlegt, ja,
Ostfriesland soll ich da oben probieren? Und dann waren aber schon andere Gedanken im Vordergrund. Bergenien. Diese zwei Bergenien sind sage und schreibe 45 Jahre alt. Ja, die stehen in meiner alten Heimat. Und das Bild, das habe ich 2018 aufgenommen, in diesem wahnsinns trockenen Jahr. Also Sie sehen, was Stauden, was manche Stauden imstande sind auszuhalten. Und Bergenien finden Sie selbst in Ecuador. Hier, mitten in der Stadt in Ecuador, da finden Sie auf einmal Bergenien. Also auch in subtropischen oder tropischen Regionen. So, und dann kam Ernst Pagels mit dieser Sorte. Ich behaupte mal, das weiß ich sogar sicher, wenn 100 Bergeniensorte auf dem Mutterpflanzenacker ausgepflanzt sind, da erkenne ich Ihnen Bergenia eroica genau raus. So toll ist die. Das ist ein wunderschönes Ding. Und da sagt man sich, dies wäre, Karl Förster hat einmal gesagt, ein anständiger Gärtner hat ein Messer im Sack und ein Taschentuch im Sack. Und das Taschentuch sollte man bei günstiger Gelegenheit auf den Boden fallen lassen und dann tut man den Samen oder den Steckling gleich mitnehmen. So, und man vermutet, diese Bergenie, die ist aus dem Botanischen Garten in Moskau, ist der Same, die Samen zu Ernst Pagels irgendwie auf Umwegen gekommen und der hat diese fantastische Sorte raus. Also von der bin ich immer wieder begeistert. So, und hier verhält sich die Kleptomanie genau umgekehrt. Das ist seine Karfunkelstein. Übrigens stimmt's, wenn sie trocken steht, dann ist sie gesünder. Es gibt nur zwei, es sind eine Unzahl patentierter, geschützter, rotblättriger Sorte. Eine schlechter wie die andere. Es gibt nur zwei, die halbwegs was taugen. Das ist Karfunkelstein und das andere ist Purple Emperor. Und eine dritte, wenn Sie sehen, Xenox. Und das ist jetzt schon der Betrug an der Geschichte. Xenox ist identisch mit Karfunkelstein. Das hat man festgestellt. Das ist geklaut worden, ganz einfach. Das sind eben so die Kehrseiten der Medaille, ja, genau. Ja, Get Wild, Grow Native, in Amerika mal schnell im Vorbeigehen aufgenommen und wunderbar, wir haben heute vorhin schon tolle Bilder von Stefan gesehen, diese Weiten von den dortigen Pflanzungen, das ist im Botanischen Garten in North Carolina, also da, wo meine Tochter wohnt. Und das ist alles Eragrostis curvula. Und Eragrostis curvula ist wunderbar. Und das hatte ich damals von einer Dame in England mitgenommen. Die hat gesagt, ach, bei euch in Österreich, da ist es nicht winterhart. Aber ich will es probieren, ich kaufe es trotzdem. Das steht doch heute an derselben Stelle. Fantastisch, also wunderschön. Das sieht so ähnlich aus. So, ja. Wildstauden, also Doldenblütler werden jetzt immer mehr in Kommen und ich habe also vorgebaut und habe mich eingedeckt mit Doldenblütler, weil sie immer stärker, ich merke das also am Absatz, das geht und das ist eben so ein typisches Beispiel einer Staude, die innere Qualitäten hat. Das heißt einfach, der sieht man das nicht an sofort, was draus wird. Und das ist natürlich für ein Gartencenter und Baumarkt uninteressant, das ist völlig klar. So, das ist Orleia grandiflora, eine einjährige Pflanze. Wenn man die mal gepflanzt hat, dann hat man die überall trocken, wunderschön strahlendes Weiß. Wenn die blüht, will die bei uns jeder Kunde. So, ganz, ganz wichtig, das haben wir am Anfang eben schon oft genug betont, besonders die Jungen von euch, ganz wichtig, unbedingt reisen, reisen, reisen. Man kann billig reisen, man muss nicht teuer reisen. Da spreche ich aus langer Erfahrung. So, das ist in Kirgisien, in Zentralasien. Das ist ein ganz tolles Land. Überhaupt die zentralasiatischen Republiken, das sind meine Favoriten. Überhaupt, ja. Und da finden Sie Pflanzenschätze, also gigantisch. Also da ist ein Bruchteil davon, ist in Kultur überhaupt. Und das sind auch Pflanzen dabei, die in Zukunft uns mehr interessieren, wenn wir das Wetter da draußen so anschaut. So, ja, ich warte eigentlich auf das Gelächter, genau. Und die vier, das ist auch eben auf einer Exkursion gewesen, wo
Stauden in der freien Natur, im Gebirge. Und diese vier Herren lebt keiner mehr davon. Das in der Mitte, links, fangen wir links an, das ist Franz Feldweber, mein damaliger Chef. Dann in der Mitte, das ist Bruno Müller, ehemaliger Leiter von Palmengarten Frankfurt. Dann davor ist Reinhard Behrens, eigene Staudengärtnerei. Und hinten ist Karl-Heinz Marx, auch Staudengärtner. Ja, so lernt man die Leute im Laufe der Zeit kennen und es ist auch immer wieder schön, Kollegen zu besuchen neben. Und da wollte ich auch damit sagen, dass Staudengärtnerei nicht uniform sein müssen. Und es ist ja langweilig, wenn jeder dasselbe kultiviert. Ich bin der Meinung, ich mache genau das Gegenteil von Geismayer zum Beispiel. Ja? Weil ich nicht einsehe, warum soll ich dasselbe machen? Weil der Erfolg damit hat oder weswegen, keine Ahnung. Aber ich mache das, was mir Spaß macht und was ich glaube, wo die Kunden auch Freude dran haben. Ja, Dictamnus angustifolius, ganz toll, hier zusammen mit Ligularia macrophylla und Geranium himalayense. Wenn Sie mal Bergwiesen voll damit sehen, blühend, das ist einfach das schönste Erlebnis, ist, wenn man seine Stauden in der freien Natur sieht. Nicht nur unbedingt wegen Neuheiten oder neuen Entdeckungen, sondern einfach die Freude dran haben. Und da kann man das im eigenen Garten natürlich auch nachmachen. Das war bei einer ehemaligen Praktikantin von mir, die experimentiert viel mit Kieskerten, mit trockenheitsliebenden Flächen. Das ist das einzige Bild eben, was ich habe von Petra Pelz. Man kann natürlich auch in die Weite gehen, das haben wir im vorigen Vortrag zur Genüge gesehen. So, und dann geht es über den großen Teich, einen Sprung nach Südamerika und da sind die Hänge bewachsen hier. Der ganze Hang des Vulkans ist voll mit diesem Gras, das ist Stipa Itchu. Stipa Itchu wird ungefähr so hoch, also hüfthoch etwa und das hier, wo ich hier fotografiere, das ist in 4.500 Meter Höhe und trotzdem ist die Stipa Itchu nur bedingt winterhart. Da überall sehen wir das. Ein tolles Gras, das ist so ähnlich wie das Ponytails, wie das Nacella tenuissima, aber eben dreimal so hoch. Ja, und da oben in 5.000 Meter Höhe, da kriegt man schon mal Kopfweh, wenn man das nicht gewöhnt ist. Und das hier ist das Eragrostis curvula, was ich eben ansprach, das aus Südafrika stammt und bei uns absolut winterhart ist. Damit kann man genau solche Effekte erzielen auch. Und ja, ich habe so mit den Vulkanen, das ist ein nächster Vulkan, der ist auch an die 6.000 Meter hoch. Das ist der Damavand im Iran. Und weil eine Papaverzüchtung von einer Auslese von Ernst Pagels, die Lauffeuer, Bracteatum, das ist Papaver Bracteatum Lauffeuer, die hat er mal ausgelesen. Und das hier ist Papaver Bracteatum am Naturstandort am Damavand im Iran. So, hier. Und das ist sowas von beglückend, so schön, wenn Sie solche Iris sehen. Das haben wir und wir sind im Minibus gefahren und im Vorbeiweg schreie ich Stopp, Stopp und der Fahrer ist bald wahnsinnig geworden, weil das Stopp, Stopp geht alle 2 Kilometer. und da schrie ich Stopp und dann finden wir diese Iris Lycotis. Das ist so toll, das Ding. Schauen Sie mal da. Als solche Blüten, die haben wirklich 20 Zentimeter groß und so hoch. Das ist ganz toll, aber ich sage Ihnen, das ist eine Kunst, die zu kultivieren. Dann müssen Sie ein trockenes Alpinenhaus haben, 5 Monate müssen die auspacken und im Frühjahr dürfen die Wasser ohne Ende und Dünger ohne Ende haben. Das ist schwierig. Ja, das habe ich schon erwähnt, die Staudengärtnereien sollten sich eben unterscheiden, die sollten unterscheidbar sein und das ist ja gerade das Spannende dabei, besonders eben die kleinen Betriebe auch. Ne? Und jetzt kommen noch dann einige Stauden eben, die innere Qualitäten haben, das heißt, wenn ich die in ein Gartencenter stelle, dann verkaufen sie sich nicht von selber, das ist zum Beispiel Erodium hybridum, das ist im Topf und Besen, das stellt gar nichts dar, wenn man es auspflanzt, ist ein Dauerblüher par excellence, leicht vermehrbar durch Wurzelschnittlinge, für Verkehrsinseln, trockenste Bereiche überlebt, da sind die Maisfelder daneben kaputt, selber erlebt. Saponaria sicula, das sizilianische Seifenkraut, solche Polster, blüht den ganzen Sommer
unentwegt, ganz fantastisch, auch was für trockenste Ansprüche. Primula pruniciana, diese Teppichprimeln, das ist ein Beispiel, die eigentlich Renaissance verdient hätten. Ja, ich mache schon Dampf. Dann eben ein Typ, eine Staude mit inneren Qualitäten. Das Amsonia ist schon mehrfach erwähnt worden. Das hier ist Amsonia Ernst Pagels, von Hans Kramer selektiert worden. Eine Hybride zwischen Hubrichtii und Tabernae Montana Varietät Salicifolia. Ein toller Blüher. Und unglaublich, am Anfang im Topf ein Besen kann man nie verkaufen, nie, da müssen Sie predigen. Und wenn es die Leute sehen im Schaugarten, dann gehen die von selber, dann will sie jeder. So, Sempervivum, ganz zum Schluss noch einige Bilder, ich mache schon Dampf. Ich denke immer beim Vermehren von Stauden und beim Beraten, was kann ich damit anfangen mit den Stauden. Das ist für mich immer das, wenn ich eine Staude neu kennenlernen will oder neue Sorten oder irgendwie, dann habe ich immer den nächsten Schritt im Kopf, was kann ich mit der anfangen? Im Garten, wie kriege ich die an die Leute ran und so weiter. Zum Beispiel schöne Bilder. Ja, Vermehrung in einem traditionellen Staudenbetrieb etwa gute 80% vegetativ, durch Stecklinge, Wurzelschnittlinge und so weiter. Und das hier ist unsere Phlox-Vermehrung. Wir haben ungefähr jetzt 200 Sorten Phlox in Kultur. Die Hälfte davon sind Russen. Und glauben Sie nicht, dass jetzt durch die Troubles die weniger verkauft werden. Die gehen nach wie vor. Die sind einfach überzeugend in ihren Farben. Und da interessiert es die Kunden relativ wenig, ob die jetzt aus Russland oder aus Frankreich oder Großbritannien oder sonst was sind. Gesund müssen sie sein und widerstandsfähig. Und das sind die sehr wohl. Ja, Pulsatilla, Wildarten, toll. Durch Aussaat vermehrt, das ist jetzt eine spezielle Geschichte wieder. Und Aurikeln haben wir eine ganze Reihe und die sind eins schöner wie das andere. Solche tollen, bemehlten Blüten kann man auch zum Fanatiker werden, aber ich habe davon 30 Sorten, das tut's. Also man kann sich nicht überall interessieren dafür, das geht nicht. Aber das schreckt mich dann. Und das nenne ich Naturentfremdung. Das nenne ich Verblödung der Kundschaften. Warum? Weil das war vor einer Woche aufgenommen. Blühende Chrysanthemen und blühende Astern Anfang August. Ja? Das ist Pflanzen, das sind Pflanzen aus dem Container für den Container. Nichts anderes. Und das sollte man viel mehr auch den Kindern. Übrigens, jedes Kind, wo bei mir im Betrieb mit den Eltern kommt, kriegt eine Pflanze geschenkt. Das ist verpflichtend. Wir müssen die Kinder begeistern für die Geschichte. Und das ist das Um und Auf. So, ganz Schluss noch ein paar Bilder. Ein lieber Freund von mir, Ewald Hügin, der hat zugesperrt seine Gärtnerei. Ich will aber jungen Leuten ermuntern, es gibt Betriebe zum Übernehmen. Man muss nicht so wie ich selber. Ich habe auf der grünen Wiese angefangen, da war gar nichts. Tolles Erlebnis, aber da brauchen Sie 10 Jahre dazu, bis Sie mal in Schwung kommen. Das geht ein bisschen anders auch. So, der hat ein tolles Gärtnereimuseum in seinem Shop oben drin und auch einen kleinen Schaugarten dabei. Ich finde, Schaugärten sind eminent wichtig. Ich mache Dampf, ich weiß. Und ja, das ist das letzte historische Bild sozusagen von Ewald Hügin, die uralten Fenster mit Sommerflor eben behübscht. So. Was kann man mit Stauden noch alles anfangen? Verkehrsinseln begrünen, wie hier. Und dann habe ich vorgehabt, einen Bienengarten, einen Insektengarten zu machen, habe das unserem Pfarrer vorgeschlagen und der war offenes Ohr und habe mir eine Fläche zur Verfügung gestellt, ungefähr so halb so groß wie der Saal. Und ja, da gingen wir dran, das ist gefräst und alles schön präpariert und die Stauden ausgelegt. Dann ein Jahr später sieht es schon so aus, im Oktober angepflanzt, das ist im Mai etwa, Mai, Juni, weil die Salbei schon blühen. Und das ist in weiterer Folge im Sommer. So Detailaufnahme, das ist Silphium mori, eine relativ seltene Silphiumart. Und das der Winteraspekt. Ne? So, ganz Schluss. Ganz zum Schluss noch ein paar Bilder von der Gärtnerei, dann höre ich schon auf. Dann habe ich meinen Vortrag durch die Reihe. Das freut mich am allermeisten.
So, ein Schaugarten, dann hier, das ist praktisch das Wahrzeichen der meiner Gärtnerei, diese geschwungenen Ziegelmauern, die habe ich mal einfach mal, ich war in England und habe eine lange Ziegelmauer gesehen in dem Garten, habe ich gedacht, das möchte ich gerne. Aber ich bin ja kein Freund vom Kopieren. Ich will das nicht. Ich will auch nach meiner eigenen Fasson arbeiten. Und dann habe ich unter dem Fundament betonieren, habe ich die geschwungen gemacht und dann habe ich gedacht, dann mache ich das in Wellen. So, und so sieht es dann im. Ist auch mal was anderes, oder? Mit langen Drifts parallel zu den. So. Und das ist schon wieder der neue Schaugarten, dieses Jahr angepflanzt. Und dann tue ich ab und zu eben, oder sehr oft eigentlich, im Jahr über Busse empfangen. Und da mache ich immer eine Führung oder ein Angestellter von mir, Angestellte. Und das dauert eine Dreiviertelstunde, da zeigt man und erzählt einige Episoden. Das war dann zufällige neue Beetgestaltung. Und dann dürfen die Leute eben selber schauen, fotografieren, kaufen und so weiter. Und wenn man Glück hat, dann gehen die dann so raus. Ja. Moment, ich bin noch nicht fertig. Oder so. Das waren also Leute aus Kroatien, die haben sich da auch eingedeckt mit allen möglichen. Ja, wir kultivieren Anemonen. Das ist, war wahrscheinlich das größte Sortiment in Europa überhaupt von Anemone, neben Rosa. Orange Sempervivum. Gelbe Brennnesseln, das ist ganz toll, das habe ich auch. Ja. Karierte Maiglöckchen. Flocks natürlich, ganz klar, sowas da. Der hat einen tollen Namen, der heißt Ocharovatelnie Glaski. Toller Name. So, und das ist das vorletzte Bild, das ist Michauxia. Eine Pflanze aus der Osttürkei, so hoch, solche türkenbundähnlichen Blüten. Ganz was Tolles, aber leider nur zweijährig. So. Und wie gesagt, was ich gesagt habe, bitte alle Staudengärtner selber oder junge Staudengärtner, seid im Geschehen dabei und macht selber mit euren eigenen Händen und seid mitten im Geschehen und nicht im Büro sitzen. Das kann man abends machen, Mail beantworten, das reicht eh schon. So, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.